Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com und heute mal wieder mit einem Fast-Unboxing, ja, von einem Tarot-Deck und zwar dem The Labyrinth Tarot von Luis Royo. Das habe ich gestern Abend schon angeboxt mit Video, aber ich glaube, das ist nicht so gut geworden mit der Belichtung. Ich werde es jetzt überprüfen, ob ich dann das online stelle oder das wirkliche Unboxing. Also ich habe die Karten schon mal ausgepackt, aber ich habe sie nur ausgepackt und wieder in die Verpackung zurückgetan. Okay, deswegen ein Fast-Unboxing mal wieder. Das ist also diese Schachtel. Das ist also das Tarot, The Labyrinth Tarot von Luis Royo. Das ist ein Pip-Deck und das hat sehr interessante Grafiken. Und es passt meiner Meinung nach gut zu dem Ghost Tarot und deswegen habe ich mir das bestellt, so damit ich die beiden zusammen auch verwenden kann. Also es geht auch so ein bisschen in dieses Energetische. Ich benutze ja das Geister Tarot gerne für diese energetischen Ebenen und erkläre ich ja ganz gerne auch die Karten und dann ist das ein super geniales Deck. Deswegen habe ich mir es gekauft und es war auch super günstig, nur 11 Euro und dann ist es auch noch vom Fournier Verlag. Das ist ein spanischer Verlag. Da sind die Karten noch ein Tick kleiner als bei den normalen Decks und dann auch noch, also das ist Los Garabeo und das ist hier die normale Größe. Also das ist auch schon kleiner Los Garabeo, aber das ist noch mal kleiner und das finde ich cool, das liebe ich nämlich, das stelle ich jetzt auch gleich noch vor, das kam auch. Und das ist ein Grund, warum ich mir es halt auch gekauft habe, ne? Und ja, es kommt wieder in 4 Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Das ist ganz praktisch. Also für diejenigen, die Interessen haben, die können dann auch das kleine, kleine, kleine Faltblatt in Deutsch lesen. Ja, und wir machen die Box jetzt einfach mal auf. Die Box ist übrigens etwas fester als die Boxen von Los Garabeo. Also das Deck war eingeschweißt und das war offen hier. Also die Karten waren nicht eingeschweißt, aber halt die Schachtel, ne, im Endeffekt. Okay. So kam das also an, ne? Die Schachtel eingeschweißt und das hier nicht eingeschweißt. Ja, das ist also hier. Ach so, warte mal, das Deck ist von 2014. Und es arbeitet auch mit Astrologie, aber nicht mit der Astrologie, wie das Rider-Waite-System angeordnet ist, sondern eine andere, und zwar die gleiche, die auch das, was habe ich auch von Fournier, das Spanish. Esoterische spanische Tarot-Deck. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Spanisch heißt. Das verlinke ich euch dann mal hier, wenn ich dran denke. Da ist eine ganz komische, merkwürdige Zuordnung von den astrologischen Aspekten, die ich für mich bei einigen nicht nachempfinden kann. Bei einigen schon, aber bei einigen Karten nicht. Und ich glaube, ist hier das gleiche System. Das ist ein ganz komisches, weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt so. Okay. So kommt es an, das ist das erste Blatt, das ist das gleiche wie das Deckblatt von der Box. Und so ist dann letztendlich auch die Grafik total schön. Genau, wir machen jetzt erstmal außerdem das Buch. Ich bin etwas verwirrt, macht aber nichts. Das ist dieses kleine Faltblatt. Von Fournier gibt es immer nur diese etwas bekloppten, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Faltblätter, die sehr unhandlich sind. Es kommt in vier Sprachen, in Spanisch, Englisch, Deutsch und Portugiesisch. Ja, es hat keine Inhaltsangabe oder so. Man kann dann gleich in die jeweilige Sprache gehen und das ist dann hier. Ich hab ja gestern schon reingeguckt, deswegen ist es hier auch schon so ein bisschen aufgeschlagen. Ich glaube, es waren 22 Seiten, bin mir aber jetzt nicht sicher.
von der 47 bis zur bis zur 71. Also sind's, könnt selber rechnen, von 47 bis Seite 71. Ja, das sind sogar mehr wie 20 Seiten. Ich habe keine Ahnung, wie viel es sind. Und es gibt dann halt ein Vorwort zu dem Kartenspiel, nennt sich das dann eine Gebrauchsanweisung, wie man die Karten halt am besten anwendet. Und dann geht es auch schon los mit den großen Arkanen. Ja. Und also hier ist jetzt die Beleuchtung schlechter als gestern, muss ich gerade sagen. Und die haben hier dann immer so eine, ja, so kleine, der Possenreißer zum Beispiel. Und dann haben es, bei den großen Arkanen gibt es sogar noch ein paar Stichworte. Also es gibt so ein bisschen Text. Also nicht nur Stichworte. Und ich finde eigentlich diesen Text ganz gut. Ich habe ja gestern schon mal ein bisschen reingeguckt, obwohl gestern hatte man das besser gesehen hier mit dem Text. Vielleicht lade ich dann doch das andere Unboxing hoch. Bei den kleinen Arkanen ist es dann so, dass da auch so ein Text ist. Aber soweit ich sehe, doch, es gibt sogar auch hier Stichworte. Und ich habe gestern mal so überprüft, wie so die Beschreibung ist. Zum Beispiel hier bei der 5 der Münzen. Da steht der Fehler, das Scheitern, Einsamkeit und Widrigkeiten, Verlust. Bei 6 der Münzen Freundlichkeit nach außen, Bekenntnis, Verteilung, Bereitschaft, Gefälligkeit. 7 der Münzen, die Mühe hat uns zum Erfolg gebracht. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung von der Interpretation, die es beim Rider-Waite-System gibt. Bei den Kelchen können wir auch noch mal gucken. 2 der Kelche, ja gut, 2 der Kelche ist klar, das ist die Vereinigung. Da braucht man gar nicht gucken, das ist ja bei allen Decks so. 5 der Kelche, die Zukunft verspricht Neuigkeiten und verkündet das Ende des vergangenen Lebens, Entsagung und Veränderung. Ja, es geht schon in die Richtung. Aber es ist nicht nur Trauer und Verlust, sondern es sagt einfach auch, die Zukunft verspricht Neuigkeiten. Also es geht auch so ein bisschen in die positive Richtung. Ne, also die Beschreibung ähnelt schon sehr dem Rider-Waite-System, aber es ist, die Karten haben ja keine Bilder. Ne, das ist wie so normale Spielkarten angeordnet im Endeffekt. Und dann kann man eigentlich interpretieren, was man selber dabei empfindet. Man kann das Sternzeichen letztendlich dafür verwenden oder aber auch, wobei jetzt bin ich ja schon beim Deck und nicht mehr beim Buch. Also das ist das Buch. Es gibt relativ viele Informationen für ein Fournier-Faltblatt. Normalerweise sind die echt nicht sehr informativ. Ich glaube, da kann man sich einiges rausholen. Ja, auch vielleicht sogar Menschen, die noch nicht mit so einer Art von Decks gearbeitet haben. Ja, also das ist das Faltblatt. Ne? Okay, dann machen wir jetzt die Karten weiter. Das sind die Karten, das ist das Deckblatt, das hatte ich ja eben schon gesagt. Die Karten sind total toll. Ich mag die Verarbeitung von Fournier. Die ist nicht zu dick, nicht zu dünn, flexibel, hat eine schöne Griffigkeit, ist so ganz leicht laminiert. Und die Größe, wie gesagt, warte, ist im Vergleich zu einem normalen Tarotdeck, zu einem Standard-Tarotdeck, relativ klein. Ja, und das finde ich total cool. Ich mag es ja eher klein. Genau, das ist sehr handlich. Also das Format von Fournier finde ich total geil. Das ist sehr handlich. Und das ist die Rückseite hier. Ja, die hat hier die Sternzeichen alle aufgeführt und hat hier den Mond und hier oben die Sonne und hier nochmal die wichtigsten 4 zusätzlichen Planeten. Man kann es also, wenn man es umgekehrt liest und genau hinguckt, kann man feststellen, dass es eben verkehrt rum liegt, also umgekehrt. Aber man sieht es nicht auf den ersten Blick, würde ich sagen. Die Rückseite finde ich total schön übrigens. Ja, okay. Das ist also die Karte an sich. Hier haben wir nochmal eine Eingangskarte. Die 2 brauchen wir ja nicht mehr. Legen wir gleich mal weg. Dann erkläre ich euch noch, wie die Karten jetzt aufgebaut sind. Wie gesagt, hier gibt es
die Zuordnungen von den Tierkreiszeichen und Planeten. Hier hat man noch ein, ich weiß nicht, ob das ein hebräisches Zeichen ist oder ob das jetzt auch ein Planet ist, nämlich der Neptun. Das kann ich nicht so genau erkennen. Man hat dann hier die Zahl und die Beschriftung, ja. Hier unten ist Deutsch, hier ist Portugiesisch. Hier sieht man es jetzt auch wieder so schlecht. Englisch und Spanisch, ja. Und bei den kleinen Arkanen hat man hier unten und hier oben, nee, hier unten hat man das, die Farbe sozusagen, also hier die Münzen, hier oben hat man die Zahl. Die Zahl ist ziemlich komisch hier bei der, wenn eine 4 ist, dann wird die mit 4 Strichen gemacht. Das ist sehr irritierend. Und eben, ob es Münzen sind, ne, steht dann auch nochmal schriftlich. Das ist der Aufbau der Karte. Und die haben hier immer noch so ein Zeichen, was ich nicht einordnen kann. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Kann ich überhaupt nicht einordnen. Weiß ich nicht, was es ist. Okay, dann fangen wir mal an mit dem kleinen Flip-Through. Und ich finde diese Grafik hier total schön. Sie ist sehr detailliert und ich finde die Bilder fast zu klein, weil man auf den ersten Blick nicht so viel erkennen kann. Aber das ist eine unheimlich schöne Illustration, finde ich. Also mir sagt die sehr zu. Das ist der Narr. Man kann zum Beispiel hier kaum den Hund sehen. Der Narr. Der Magier. Die Hohepriesterin. Die Herrscherin, die hat zum Beispiel als den Mars als Planet, was ich total merkwürdig finde, auch bei dem esoterischen spanischen Deck kann ich gar nicht und nee, warte mal, den Mars war es ja gar nicht, sorry, jetzt bin ich selber verwirrt, nee, die Venus, sorry. Er hat auch die Venus, das hat mich irritiert, genau, der Herrscher. Venus und Widder. Der Wagen. Ach, ich bin total verwirrt. Der Hohepriester, sorry. Der hat den Schützen. Das finde ich genau richtig eigentlich. Schütze und Fische finde ich die richtige Zuordnung für einen Hohenpriester. Dann haben wir die wunderwundervollen Liebenden. Die haben eine unheimlich schöne Energie. Da ging mir richtig das Herz auf, als ich das gestern gesehen habe. Den Wagen, den mag ich auch, weil er, die Pferde in Bewegung sind, ja. Die Waage, ach, die Gerechtigkeit, ich glaube. Ich glaube, mein Kopf ist heute noch nicht so ganz angezündet. Die hat zum Beispiel auch den Mars, ne? Mars und Krebs, sehr merkwürdig. Und hier noch den Skorpion. Also mich wundert es, dass da kein, nicht das, die Waage noch als Zeichen aufgeführt ist. Sehr merkwürdig. Oder war das hier vielleicht noch hier der Pluto? Nee, das ist das hebräische Zeichen. Sehr merkwürdig. Dann haben wir noch den Eremiten. Der hat zum Beispiel überhaupt nicht die Jungfrau, sondern den Schützen, Löwe, Jupiter. Was das ist, weiß ich nicht. Für ein Zeichen. Vielleicht der Neptun noch, keine Ahnung. Und es wird leider auch nicht im Buch erklärt. Ich habe extra nachgeguckt. Schicksalsrat. Die Kraftkarte, die finde ich hier so geil dargestellt. Jetzt guck dir doch mal diese geniale Karte an.
Ey, ich glaube, das ist die beste Kraftkarte, die ich je gesehen habe. Ich mag zwar nicht unbedingt, dass immer dieser Löwe drauf ist, aber diese Energie, die darüber kommt, diese Hingabe und diese innere Kraft, und bei der Kraft geht es ja auch um die innere Kraft, ist echt der Hammer. Und dann hat man hier auch noch das Unendlichkeitszeichen durch diese Leine, die da noch ist. Es ist echt eine Wahnsinnskarte. Dann haben wir hier noch den Gehängten. In dem Deck gibt es so ein bisschen Nacktheit, hatte ich vergessen am Anfang zu sagen. Ich gucke mir den Gehängten auch immer andersrum an, deswegen. Okay. Dann haben wir diesen super genialen Tod, der auch ziemlich cool ist. Die Mäßigkeit. Der Teufel, der ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Der Turm. Was der für eine Dynamik hat, das ist total schön. Der Turm gefällt mir auch total gut hier in dem Deck. Der Stern. Nee, ist das der Stern überhaupt? Ja, sah ein bisschen aus wie der Mond. Der Mond. Und diese wunderschöne Sonne. Boah. Die ist auch sehr, sehr schön. Auch sehr kraftvoll. Der Hammer. Das jüngste Gericht. Und die Welt. Auch sehr hingebungsvoll übrigens. Wird nicht scharf. Ich glaube, die ist auch gar nicht scharf, die Karte. Die ist so ein bisschen verwaschen. Also das sind die großen Arkanas, ja. Und jetzt würde ich gerne noch hier die kleinen auslegen. Und die Karten sind ziemlich flutschig, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Die flutschen ziemlich rum. Sind die Fournier-Karten, die flutschen ziemlich. Aber wenn man die eine Zeit lang verwendet hat, flutschen die nicht mehr so. Gestern, als ich die rausgenommen habe, haben die total geflutscht. Jetzt flutschen sie gar nicht mehr so extrem. Ich habe sie ja schon mal gemischt, weil ich hatte ja das ganze Programm durchgemacht mit dem Unboxing. Und ja, und ich wollte euch mal kurz zeigen, dass eben die kleinen Arkanas hier auch mit, ich weiß gar nicht, ist jetzt alles drauf. Jetzt flutscht es hier auch schon wieder weg. Mit Farben arbeitet, ja. Also wir haben hier die Münzen, das ist so ein Gold-Gelb-Ton. Wir haben das Wasser, wir haben die Kelche, das ist ein Rotton, was mich sehr wundert, weil das ja auch so ein bisschen Leidenschaft darstellt. Aber es passt auch, weil Liebe und Leidenschaft gehört ja auch zusammen in gewisser Weise. Dann haben wir hier die Schwerter, das ist so ein bläulicher Ton und die Stäbe, was ein grüner Ton ist, was mich ein bisschen irritiert. Aber ich glaube, das haben wir auch schon in einem anderen Pip-Deck. Man kann sich an alles gewöhnen. Was mich hier bei den Wasser eben, bei dem eigentlichen Wasser und Kelche irritiert hat, ist das Rot. Aber dann kann man die Karten auch wieder ein bisschen anders interpretieren. Ich meine, es hat ja alles so seine Vor- und Nachteile, ja? Genau. Das ist so die Anordnung der Karten. Ich wollte noch sagen, bei den kleinen Arkanas. Ah nee, das ist hier bei dem Deck gar nicht. Dann machen wir jetzt hier auch einen kleinen Walkthrough. Ich mache es aber ein bisschen schneller, weil es ja keine richtigen Bilder gibt, ne? Also das ist das Ass der Münzen. Das kann man sich schon mal ein bisschen länger angucken, weil ich finde die total geil.
Das ist die 2. Die 3. Die 4. Guck mal, hier kann man zum Beispiel auch sagen, die 4 ist Sicherheit oder Schutz, ne? Weil hier hat man auch so ein Schutzschild. Also ich finde die Pip-Decks immer ziemlich gut, dass da kann man sehr frei interpretieren. Das ist die 5. Die 6. 7. 8. 9 und die 10. Dann haben wir hier, das ist der Bube, aber das ist eine Frau. Und in dem Deck haben die Frauen, also der Bube und auch die Königin, eine entblößte Brust. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil es, keine Ahnung, vielleicht weil es Nahrung nährend bedeutet, weil der Ritter ist ja auch nährend, der ist ja Erde und die Königin ist ja auch nährend. Ich habe keine Ahnung. Also es ist sehr interessant. Also, das ist der Bube, nicht Ritter, sondern Bube. Der Ritter, den finde ich sehr, sehr schön. Die Königin. Und der König. Warte mal, die Königin, welchem Sternzeichen würden die zugeordnet? Das sind alle Steinbock. Das finde ich jetzt auch spannend. Nee, das ist hier Stier und Wassermann. Und die ist auch Steinbock. Das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Also die Zuordnung ist sehr merkwürdig, aber gut. Der astrologischen Zeichen. Das ist jetzt, sind jetzt, ist das jetzt der Ast, das Ast der Kelche. Die 2, die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die 10. Dann haben wir den Buben, den Ritter. Ich meine, die Kelche müssen ja nicht immer mit Wasser gefüllt sein. Ich glaube, die sind mit Feuer gefüllt. Genau, jetzt schnalle ich das erst. Die sind ja nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Feuer. Aber ich habe im Buch nachgeguckt, es ist schon das Wasserelement, das hier angesprochen wird. Das sieht man ja auch an den Sternzeichen. Das ist die Königin. Und der König. Und dann kommen wir zu den Schwertern und hier finde ich das Ass der Schwerter unheimlich schön. Und es hat Waage und Schütze. Ja, passt. Also ich finde das total energetisch. Ich finde die Karten sehr energetisch, auch wenn es, auch obwohl es Pip-Decks sind, finde ich sie sehr energetisch. Die 2. Und das gefällt mir nämlich an den Karten. Man kann wirklich die Energien auf sich wirken lassen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die 10. Dann haben wir wieder den Buben. Die ist hier sehr, sehr geil dargestellt und den wirklich sehr kräftigen, kraftvollen Ritter. Königin.
und der König. Jetzt kommen wir zu den Stäben, Ast der Stäbe. Die Stäbe finde ich hier ziemlich heftig, weil die nämlich irgendwie sehr brutal aussehen. Die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Dann haben wir noch den Buben. Den Ritter. Die Königin. Und der König. Ja, das sind also die Stäbe und das Deck ist wirklich sehr energetisch. Ich finde es total klasse. Und eben bei dem Durchlauf habe ich mir so gedacht, dass das ja hier das Feuer ist und gar nicht, also dass das Feuer, das sind zwar Kelche, aber dass eben Feuer in den Kelchen ist, ja. Und dass das natürlich nochmal eine ganz andere Interpretation gibt. Die Karte an sich ist zwar dem Wasser zugeordnet, aber sie hat Feuer, ja. Und hier bei den Stäben ist mir aufgefallen, dass es da auch um die Natur geht, weil nämlich hier die Hofkarten, also hier der ist im Wald, sie ist auch im Wald, also das ist auch so Erde-Feuer-Gemisch irgendwie. Also da kann man, glaube ich, ganz gut spielen mit den Karten. Ja, so auch mit den Interpretationen. Und sie sind wirklich unheimlich schön und sehr energetisch. Normalerweise ist es nicht so der Style von Illustrationen, die ich mag. Auch nicht hier. Ja, es ist so ein bisschen Fantasy, aber ich finde, ich bin total begeistert. Die sind so geil. Auch hier diese Illustrationen von den großen Arkanen, unheimlich schön. Und die flutschen hier wieder rum, die Karten. Und auch diese Pips, die finde ich. Ich mag ja so Pips haben, die so ein bisschen so sind wie hier. Nicht dieses typische Marseille-Pip. Die kann ich, also das Marseille-Pip-Zeug, das kann ich ganz schlecht lesen. Das geht gar nicht an mich. Da habe ich echt Probleme mit. Aber wenn das so Pips sind, die so ein bisschen anders sind, da habe ich mehr Fantasie irgendwie. Da kann ich mich besser reinfühlen. Wir machen jetzt mal noch eine Mischaktion, damit wir mal gucken können, wie die Karten sich überhaupt mischen lassen. Die lassen sich genial mischen. Also ich bin absoluter Fan von Fournier-Decks, auch wenn ich diese komischen Faltblatt-Whitebooks nicht so mag, aber gut, ich habe ein bisschen im Moment gerade ein bisschen kalte Hände. Deswegen ist das Mischen hier, guck mal hier, wie die hier rumflupsen. Und die lassen sich auch so super genial mischen. Ja, und haben auch wirklich eine geniale Größe. Ja, wir legen jetzt mal schnell Karten für heute. Heute ist ja Heiligabend. Heute ist übrigens auch mein Geburtstag, aber den feiere ich nicht. Ich bin da ja sehr merkwürdig eingestellt. Für mich ist dann, ich grab mich dann immer gerne ein. Braucht dann gar keine Leute um mich rum, auch nicht an Weihnachten. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie die Zeitqualität so ist. Kommt nichts raus, gibt nichts. Mal gucken, ob noch eine Karte fällt. Die hier. Dann gucken wir mal, was heute so los ist. Wow! Sind das nicht die Liebenden? Wow, die Liebenden. Ja, das passt ja total gut. Für alle, die halt in der Familie feiern, Weihnachten, ne? Weil Liebende muss nicht immer jetzt eine Paarbeziehung sein. Dann haben wir hier noch die 8 der, nee, die 9 der Münzen, auch total schön. Und die 6 der Münzen.
Ja, wunderbar. Also heute ist ein ganz toller Tag. Heute ist eine ganz tolle energetische Zeitqualität. Es ist alles super genial. Die neuen der Münzen ist ja so das was man. Ich gucke jetzt mal, was im Faltblatt steht. Das ist ja auch immer spannend, was hier dann so steht. Das mache ich ja immer gerne. Bei den Liebenden gucken wir gleich mal. Die Liebenden. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier gut lesen kann. Die Wahl und die Prüfung sind die Elemente dieser Karte. Die Ruhelosigkeit, die Anziehung und die Ungewissheit. Sie führt uns zum Optimismus, zur Vereinigung der Gegensätze und sie steht auch für den Kampf zwischen der Liebe der Sinne und der Liebe der Brüderlichkeit. Also der Sinnlichkeit und der Brüderlichkeit. Schön. Sie ist die Vereinigung und die Entfernung. Sie führt uns zu einer Prüfung oder einer Wahl. Ihre gegenteilige Bedeutung ist das Selbstmitleid, die Untreue und die Unschlüssigkeit. Zusammengefasst, freier Wille oder Versuchung. Also ich würde da noch ein bisschen was anderes reininterpretieren. Für mich ist es nicht nur die Wahl. Für mich, ich fand es schön mit der Entfernung und der Nähe. Das finde ich eine schöne Geschichte, was hier in dem Buch war. Und gerade jetzt in der Zeit geht es ja auch oft um Nähe und es geht bei vielen auch um Entfernung. Einige sind ja auch einsam, weil sie eben nicht in der Familie feiern können oder weil sie eben keinen Partner haben. Wenn wir jetzt von der Weihnachtszeit reden, wenn du natürlich das Video zu einem anderen Zeitpunkt guckst, ist es natürlich anders. Ich gucke jetzt nochmal bei den Münzen. Sechs der Münzen hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon vorgelesen. Freundlichkeit nach außen, Bekenntnisse, Verteilung, Bereitschaft, Gefälligkeit. Großzügigkeit ist das Stichwort. Und ich habe die jetzt natürlich alle richtig rum. Normalerweise lese ich Piptex auch also umgekehrt, aber das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Dann haben wir noch die C, die 9. Das ist die Reife, die Suche nach Gelassenheit und Sicherheit. Die ruhige Entwicklung, Vorhersage, Aufstieg, Wohlstand, Verwirklichung. Ja, also die Karten, sage ich ja, sind schön. Es geht ums Geben und ums Nehmen. Es geht ums Teilen für mich mit seinen Lieben, egal wer es ist. Bei mir sind es die Hunde, bei euch ist es vielleicht die Familie oder auch der Liebesgefährte. Und es geht darum, dass man eben in einer Situation gerade ist, wo man ja eine stabile Sicherheit hat auf der materiellen Ebene, wo man Erfolg hatte in ich weiß nicht was, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, aber für sich, also es geht nicht um den anderen, sondern um einen selber bei der Neuen. Geht es immer um einen selber, wo man einfach das genießen kann, was man sich erschaffen hat. Und das kann durchaus auch die Familie sein, das kann durchaus auch die Partnerschaft sein. Und wenn du allein bist, kannst du es auch selber sein. Ich bin es zum Beispiel selber. Ich feiere ja Weihnachten zum Beispiel alleine. Also wenn wir jetzt von Weihnachten ausgehen, wenn du das jetzt wann anders siehst, dann sage ich jetzt einfach so, es geht wirklich, die Zeit ist jetzt da im Moment, dass man eben wirklich eigentlich eine wunderschöne Zeit verlebt mit seinen liebsten Menschen in seinem selbstgemachten, wunderschönen Zuhause, sage ich jetzt mal, und dass man das Leben und alles teilt mit dem anderen. Das ist so die Energie von dieser Karte, von dieser Legung, ja. Das Teilen, das Zusammensein mit seinen Liebsten und eben, dass man eben in seinem kleinen selbstgemachten Zuhause oder in dem, was man sich erschaffen hat, es kann ja auch auf der Arbeit was sein oder es kann auch ein Geld, was ge finanzielles sein. Es muss nicht die Familie sein oder die Partnerschaft, dass man sich da jetzt ein bisschen ausruhen darf und es eben mit den Liebsten genießen und auch teilen darf. Ne? Das ist so die Energie und die ist total schön. Und ich finde, die haben hier auch eine wunderschöne Farbgebung hier, die Münzen und auch hier, das ist eine so warme, weiche Farbe gerade und Energie, die rüberkommt, total klasse. Ja, also das sind die Karten. Ich bin begeistert. Also wirklich sehr, sehr schöne Karten. Fühlen sich toll an. Also sowohl jetzt physisch toll als auch energetisch toll. Ich kann die empfehlen. Wer mit Piptex arbeitet, empfehle ich das jetzt einfach mal.
Und danke fürs Zuschauen. Wenn du irgendwie was kommentieren möchtest zu dem Deck, dann darfst du gerne was kommentieren. Darfst auch liken, wenn es dir gefallen hat, und teilen. Da freue ich mich immer. Und wenn du eine Kartenlegung von mir haben möchtest, dann darfst du mich natürlich auch gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite und AndreaWirk@yahoo.es ist meine E-Mail-Adresse. Danke fürs Zuschauen. Alles Liebe. Mach's gut. Tschüss.